Nach vielen Jahren des Sparens konnte sich ein weißes heterosexuelles Cis-Paar endlich für 500.000 Euro eine Einraum-Dachgeschoss-Sozialwohnung in optimaler Wohnlage mitten im Thüringer Wald mieten, die Anfang der 70er gebaut wurde. Zu Feier dieses Erfolges gebar die Cis-Frau ihren Cis-Mann von heute auf morgen 10 heterosexuelle Kinder und nun wurde der Wohnraum knapp. Das heterosexuelle Paar beschloss, den Raum neu zu gestalten und trat gemeinsam eine Wand ein, um zunächst Luftzufuhr im 5. Stockwerk zu haben. Zum Glück war die Tante des heterosexuellen Cis-Mannes gerade im Alter von 66 Jahren im Bürojob plötzlich unerwartet tot umgekippt kurz vor der Rente und hinterließ ihnen die stattliche Summe von 1.000 Euro. Mit diesem Geld kaufte der Cis-Mann galvanisierte Vierkantstahlrohre und die trug er ohne Fahrstuhl alle die Treppe hoch und die verschweißte er einzeln illegal auf dem Dach zu einem Zimmergerüst. Der heterosexuelle Mann hatte Schrauben am Straßenrand gefunden, die drehte er in den Stahl rein und durch die Raufasertapete und durch das Asbest in die Betonwohnwand. Darauf kamen Bretter aus umweltfreundlichem Thüringer Waldholz, kostenlos aus der Umgebung geschreddert. Leitern und stilvolle Treppen wurden angebracht. Sie bekamen 10 kostenlose Matratzen und Kissen gespendet. Die heterosexuelle Frau strickte eigenhändig 10 Decken mit ansprechenden Motiven für die 10 heterosexuellen Kinder. Die Matratzen wurden mit schalldichten Raumtrennern voneinander abgetrennt und mit Schiebetüren aus Silikon und selbstgemalten sozialistischen Wandbildern versehen. Erich Honecker kam persönlich vorbei und bedankte sich. Er spendete 100 Bücher, die unten in großen Regalen an die Wände gestellt wurden. Hier war der Lernbereich der 10 heterosexuellen Kinder, hier wurden Tische zum Basteln und Malen errichtet und Glasschalen für Snacks und Steckdosen für ihre Mobiltelefone. Hier konnten die Kinder zum Mittag auch Thüringer Bratwurst vom Borstenschwein und Mitigel essen. Ein Snackautomat und ein Getränkeautomat wurden eingerichtet. Die Geldspenden der Kinder gingen direkt in die Familienkasse der Eltern. Kleiderschränke wurden aufgestellt, um Kleider zu verstauen. Rollbare Schubladen boten Platz für die Spielsachen der Kinder. Die umständliche Zimmertür wurde zur praktischen Schiebetür. Die zu Beginn eingetretene Wand wurde notdürftig vom heterosexuellen Paar mit Tesafilm und Pflastern wieder zugeklebt, wobei alle 10 heterosexuellen Kinder fleißig mithalfen. An die zugeklebte Wand wurde zu Dekorationszwecken eine enorme Statue des Bundesadlers gestellt, um die kulturelle Bildung der 10 heterosexuellen Kinder zu fördern. So war es ihnen möglich, ihre 10 heterosexuellen Kinder in der Einraum-Sozialwohnung mitten im Thüringer Wald unterzubringen und das heterosexuelle Paar konnte sich beruhigt in die Küche zum Schlafen legen und noch mehr heterosexuelle Kinder zeugen.